dieser Schwung von den Marktplätzen, von so vielen, die in den letzten Jahren neu in unsere Partei gekommen sind, der hat dazu geführt, dass wir das historisch beste Ergebnis haben, dass wir deutlich, deutlich mehr Stimmen haben durch den Wahlkampf bis zur letzten Minute rund um die Uhr. Aber wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne, eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen, diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. Diesen Auftrag gehen wir jetzt beherzt an. Der Abend ist auch noch jung. Wir gucken, was mit den Zahlen so noch passiert. Wir haben einen Auftrag nicht nur für zukünftige Generationen, sondern man spürt, dieses Land braucht eine Erneuerung, spürt einen richtigen Aufbruch und vor allen Dingen, dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Das in den nächsten Tagen gemeinsam dieser Verantwortung gerecht werden, und zwar so wie immer gemeinsam. Ne, Robert? Es ist eine Speerspitzenaufgabe gewesen, die erste grüne Kanzlerkandidatin gewesen zu sein. Der emotionale Auf- und Umschwung, den das bedeutet hat, das hat wahrscheinlich teilweise unmenschliche Kräfte gefordert. Du hast es gestanden, eine Kämpferin, ein Löwenherz, Annalena Baerbock und die erste Kandidatin.